Johann Georg Hamann ist einer der größten Köpfe aus dem 18. Jahrhundert, der aus Königsberg stammt und auch ein persönlicher Bekannter von Immanuel Kant und der über einige Umwege schließlich nach Münster gekommen ist, wo er 1788 gestorben ist. Münster, ein Zentrum des philosophischen und des literarischen und des kunsttheoretischen Denkens im Salon der Fürstin von Galizien, wo sich seinerzeit alles traf, was in Deutschland Rang und Namen hat, von Goethe bis Schlegels und weitere. Hamann hat an Kant kritisiert, dass eigentlich mit der Vernunft noch nicht die letzte Instanz des menschlichen Denkens erreicht ist. Das Denken fängt immer dann schon an, wenn das Sprechen anfängt. Wenn Menschen sich ausdrücken, noch bevor sie irgendeine Ahnung davon haben, was Vernunft ist, denken sie schon und artikulieren ihr Denken. Diese Künstlergruppe Slaves and Tatars, die haben bei einer Ausstellung den Hamann für sich entdeckt. Sie finden, dass der Hamann fast ein Künstler ist, ein Philosoph, der künstlerisch denkt, der also Gegensätze versucht miteinander zu vermitteln und nicht zu verstärken, der sich in Anspruch nehmen lässt für interkulturelle Diskussionen und sie fanden dessen Schriften sehr inspirierend für ihre Arbeiten. Erstmal ist es ein Schriftzug, an dem wir erkennen, dass es sich um eine Schrift handelt. Wir können aber nicht sagen, was es bedeutet, wenn wir nicht Arabisch können. Das heißt, wir haben es mit einer Form der Sprache zu tun, die wir als solche erkennen, die wir aber nicht auf irgendeine bestimmte Bedeutung schon reduzieren. Dabei ist das ein Satz, der eine ganz einfache Bedeutung hat. Jesus, der Sohn Marias, ist die Liebe. Dieser Satz ist eigentlich für die arabische Schrift allerdings wieder ganz ungewöhnlich, weil er eher aus einem christlichen Kontext kommt, den man eigentlich im Arabischen auch hat. Es gibt ja auch arabische Christen, den man aber meistens mit muslimischer Religion verbindet, sodass also in diesem Satz auch diese beiden Kulturen miteinander in Verbindung treten, genauso wie Jesus im Koran ja auch vorkommt. Diese Rückführung des Denkens auf die Sprache und die Sprache, in der verschiedene kulturelle Motive auch zusammenkommen können. Das ist etwas, was Slavs and Tatars interessiert. Es wird auch mit den unterschiedlichen Medien gespielt, und zwar so, dass die Unterschiedlichkeit der Medien trotzdem in einem Werk zusammenkommen. Dass also das, was gegensätzlich und widersprüchlich ist, doch in bestimmten Formen zusammengebunden wird. Das ist natürlich jetzt auch hochpolitisch, wenn das gesagt wird, dass diese Abgrenzungen, wie wir sie heute gerne durchführen, also dass bestimmte Dinge unvereinbar miteinander sind, dass man als Christ mit einem Muslim nicht sprechen könnte oder dass der Islam eine kriegerische Religion ist, während wir eine friedliche Religion sind. Abgesehen von den ganzen Vorurteilen, die da dran stecken, dass man auch sehen könnte, wie die denn zusammenkommen könnten überhaupt. Also es ist eine große Aufgabe, die in der Ausstellung in einzelnen Kunstwerken in eben dieser ästhetischen Form zusammengebracht wird, ohne sie zu harmonisieren, die aber so eine Aufgabe stellen für uns, wie denken wir denn selber im politischen Bereich darüber. So gesehen knüpft dieses Werk mit Hamann an viel ältere Traditionen des vernünftigen Denkens an. Wenn Hamann das Denken auf Sprache zurückführt, dann ist bei ihm die Erkenntnis damit verbunden, dass es darüber schon eine Theorie gibt. Das ist im Grunde eigentlich das Buch Genesis. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach und es ward.
Also die ursprüngliche Sprache ist die Sprache Gottes. Gott spricht und wir Menschen übersetzen seine Sprache, wenn wir es richtig machen. Wir argumentieren mit der Ausstellung deswegen in gewisser Weise auch theologisch und deswegen passt es auch gut eben zu einem Katholikentag, wo viel Austausch von Argumentationen ist und wo es immer um viel mehr Dinge geht als einfach rationale oder wissenschaftliche Kommunikation.